Ja, willkommen zurück. Folge 2 Far Cry Primal. Wir haben in der letzten Folge so ein paar grundlegende Techniken, da steht ein Tiger, Techniken erfahren, wie wir eine Keule herstellen, einen Bogen und da oben steht ein Tiger. Und ich habe auch ein bisschen die Helligkeit runtergestellt und natürlich die Minikarte ausgemacht, damit es noch so mehr so ein bisschen Survival-mäßig wirkt. Und ich finde das viel, viel besser. Weil so muss ich wirklich auch alles absuchen und das kann, glaube ich, richtig interessant werden. Und mit der Helligkeit finde ich besser, weil das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter auch für euch. Ich glaube nicht, dass ich hier runterspringen kann, oder? Ich werde mal hier lang gehen. Mal schauen. So. Jägerblick können wir ja einschalten. Ach, guck mal an. Da sehen wir also die Spuren. Da war ein Lagerfeuer. Kann ich hier... Ah, ich kann hier runterklettern. Sehr schön. So. Ich würde mal interessieren, wie lange die Fackel eigentlich hält. Okay, die Spuren gehen weg vom Feuer. Hier wurde anscheinend gekämpft. Da haben wir ein bisschen Schiefer. Das werde ich natürlich sammeln. Ich bin natürlich ein bisschen vorsichtiger jetzt ohne Karte und ohne alles. Aber ich glaube... Also wie gesagt, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Habe ich ja in der letzten Folge ja schon gesagt. Ob euch das gefällt, wenn ich das ohne Karte spiele. Weil das macht das Ganze, wie gesagt, viel, viel interessanter meiner Meinung nach. Weil man dann viel mehr suchen muss auch und gucken muss. Aber ich glaube, das ist alles eh noch vorgeplänkel hier. Und vor allen Dingen noch... Ich denke mal, die große, freie, spielbare Welt, das wird alles noch kommen. Dass wir da noch eintauchen werden. Wir wissen ja, bei Far Cry ist es ja immer eine sehr große Spielwelt. Und ich habe ein bisschen Angst, hier rumzulaufen, muss ich sagen. Da ist auf jeden Fall ein Wolf. Die Spuren führen auch hierhin. Erlegt von starken Wenn, ja. Da hinten leuchtet wieder Schiefer. Ich krabbel mal wieder den Schiefer ab. Der Schiefer. Wölfe, ich verjage bist du mit Feuer. Wenn du eine brennende Keule hast, benutze R2, um zu schwingen, um Raubtiere zu verjagen. Ich schwinge. Uah, was? Was? Aua! Entzünde die Waffe im Waffenrad, indem du L1 gedrückt hältst und Viereck drückst. Dafür brauchst du Tierfett. Ich brauche dafür Tierfett? Ah, habe ich 5-mal. Okay, einmal brauche ich dafür. Ah, okay. Das, was wir haben, ist grün und was wir brauchen, steht immer rechts daneben in weiß. Okay, entzünden. Ah, ist ja interessant. Wir müssen also jetzt die Tiere verjagen, die uns gefährlich werden könnten. Ich krabbel natürlich. Oh oh. Ich höre schon etwas. Hier gehen die Spuren entlang. Ich würde gerne... Was ist das denn, Alter? Sieht ein bisschen creepy aus. Oh, da ist... Okay. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Survival! So. Alter. Boah, wie viele Wölfe da sind. Und wir müssen da lang. Das wird doch niemals gut gehen. Niemals. Da links ist auch was. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Du Wolf! Geh weg! Survival! Geh weg! So, Fleisch haben wir bekommen. Kann ich hier irgendwie den Busch anzünden vielleicht? Ja, den Busch anzünden. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich muss da lang, verdammt. Okay. Ja gut, ich habe jetzt natürlich den Busch angezündet. Ob das so... Oh, wie sich das Feuer wieder ausbreitet, ist ja... Ist ja ein so eine Mechanik, die ja seit Far Cry, ich glaube seit Far Cry 2 oder 3, glaube ich, drin ist, dass sich hier Feuer so sehr gut ausbreitet. Das war ja eine große Sensation damals, wie es vorgestellt worden ist. Boah, diese Höhle.
Erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an The Forest, muss ich sagen. Was war das? War das ein Wolf? Ich finde das mit diesem Blick immer sehr, sehr interessant, weil... Du kannst verbrennen... Was? Verbranntes Material mit jeder brennenden Waffe entzünden. Okay. Was soll mir das sagen? Soll mir das sagen, dass ich... Tasche voll, du kannst nichts mehr nehmen. Ah, okay. Kann ich das denn nochmal hier... Toll, ich habe die Taschen voll. Kann ich jetzt irgendwas herstellen? Ich schaue nochmal eben, ob ich was herstellen kann. Handwerk, kann ich hier irgendwas... Nö, kann ich nicht. Okay. Ich glaube... Aber unsere Taschen sind voll, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben sehr gut gefarmt. Kann ich das anzünden? Hä, was ist denn das? Wieso? Hä? Uah, huch, huch. Ah, okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier auch Feuer drin. Asche noch warm. Venya ist nah. Okay, wir sind ganz nah dran an der Spur. Die Spur führt hier runter. Kann ich einfach runterspringen? Ich probier's mal. Okay. Wie gut, dass ich... Wie gut, dass ich nicht sehe. Da ich ja... Ja, ich muss wieder hier... Ich muss wieder entzünden. So. Das ist ganz schön... Das ist ganz schön gruselig, wenn... Huch! Nein, du sollst... Nein, Aua, 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 aua. Das ist ganz schön gruselig. Wenn keine... Wir keine Fackel haben in einer Höhle, ist das ganz schön creepy. Okay, zweimal Knochen. Ich bin... Was war das? Vielleicht stelle ich die Helligkeit doch ein bisschen hoch, weil ist doch in der Aufnahme sehr dunkel, oder? Oder... Gut, ihr könnt es ja mal in, die Kommentare schreiben. Okay, Taschen sind bereit. Könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, ob es zu dunkel ist oder so. Ob ich es vielleicht doch heller stellen sollte. Stimmt, wir sehen unsere Lebensanzeige ja gar nicht. Wie sieht's denn aus? Kann ich eigentlich hier... Wie kann ich mich denn eigentlich heilen? Ich frage mich gerade, wie ich mich heilen kann. Nahrungs... Warte mal, hi... Moment, was haben wir hier? Als schnelles Heilen festlegen. Kann ich mich... Wie heilen? Ach, man kann sogar Steine werfen. Huch! Mist! Scheiße! Ah, ich kann den Bogen sogar anzünden. Geil. Jetzt stand ich natürlich ganz schön doof da. Also hält die Fackel also nicht immer. Da lief jemand. Ist es einer von den Venya? So, wir haben ja Tierfett. Aber wir haben die Taschen voll. Was? Das gibt's nicht. Jetzt ist doch tatsächlich der Bogen auch schon ausgegangen. Wie komme ich denn da hoch? Hier vielleicht? Ne, okay. Ah, hier. So. Das ist natürlich mies, wenn man dann keine Dings mehr hat, ne? Ja, war klar. Boah, wir müssen echt sparsam umgehen mit unseren... Fackeln alles. Wir sollten uns echt ein bisschen beeilen, weil so viel haben wir dann auch nicht mehr. Er ist auf jeden Fall... ist auf jeden Fall hier lang gelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, der Bogen geht gleich aus. Ich sehe nämlich so gut wie gar nichts mehr. Uah. Nein, ich will... ich sehe fast nichts. Moment, ich muss mal... Alter, das ist doch ein bisschen dunkel. Alter. Survival. Hallo? Okay, die Spuren.
Boah, ist das mies. Moment, ich mach mal die... Kleinen Moment, ich werde mal die Helligkeit doch ein ganz klein bisschen. Es tut mir leid. Aber nur so ein bisschen so... So zwei Stück, das dürfte eigentlich... Ja, das ist schon ein bisschen besser. Das ist nicht zu dunkel, da sieht man noch ein bisschen mehr was. Aber warum ist die Fackel denn jetzt nicht mehr so hell? Oder der Bogen? Ich brauche ein bisschen Tierfett. Kann ich denn die... Die Keule kann ich nicht mehr. Das ist so mies. Das heißt, wir stehen gleich richtig im Dunkeln da, wenn ich mich nicht beeile. Deswegen sollte ich mal vielleicht zusehen, mal ein bisschen schneller gehen. Dass ich mich ein bisschen beeile. Uah. Hilfe. Wow. What the fuck? Ich glaube, das hat sich mal so eben erledigt mit dem Venya. Heiliger Strohsack. Uah. Huch. Ist er da gerade aufgeploppt? Der ist aber süß. Sakwa. Heim. Land von Oros entdeckt. Urus. Winja. Na, Orospi? Palu, Sashwalim Shalam, Takar Hasam. Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwan. Ku Aika Gwashta. Mi Kawa. Ahatra. Guama. Guama. Ja, da haben wir jemand Neues kennengelernt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube, jetzt geht's erstmal richtig los. Ich glaube, jetzt fängt das Spiel erstmal richtig an und ich habe so ein bisschen Schiss jetzt schon vor so einem Tiger. Ich möchte diesen, glaube ich, nicht begegnen. Ada. No. Thank you.
Oh, lecker. Dunkle Höhle. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujarra. Udam. Pai hu winja uguana. Winja haiwa guasha. Santamsha oros. Tigre dansa dobo. Sakwi. Ay. Walta lauba akista. Mi bar. Okay. Suche Grünblätter, um Tigerwunde zu heilen. Okay. Finde Grünblätter beim Fluss. Tiefe Wunden. Neues Upgrade freigeschaltet. Drücke das Touchpad, um das Handwerksmenü zu öffnen. Ja, dann schauen wir doch mal. So, wir können hier einen Köcher herstellen. Dazu brauchen wir aber Rothundfell. Und Eingeweidetasche. Klingt sehr lecker. Brauchen wir Wildschweinhaut. Okay. So. Fähigkeiten. Ah, wir können jetzt hier Fähigkeiten. Wir haben, glaube ich, einen Fähigkeitspunkt. Ja. So, primitive Heilung freigeschaltet. Halte Dreieck gedrückt, um manuell einen Gesundheitsbalken zu heilen. Weitere Heilungsmöglichkeiten findest du im Nahrungsmenü mit dem Digipad nach links. So, was haben wir hier noch? Halte 3 gedrückt, um dich zu heilen, während du mit L3 sprintest. Verwende das Standardrezept aus dem Nahrungsmenü mit links. Erhalte einen Gesundheitsbalken mehr. Du kannst maximal 6 Gesundheitsbalken haben. Das klingt auch sehr interessant, weil dann haben wir 3 Gesundheitsbalken. Das können wir eigentlich mal lernen, weil das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich meine mit dem, obwohl mit dem Dreieck heilen, als wie im Nahrungsmenü zu gehen. Ein bisschen mehr Gesundheit ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, weil es ist doch, glaube ich, wird es, glaube ich, doch schon sehr, sehr schwierig. Ich nehme mal den 3. Gesundheitsbalken. Ja, möchte ich. Dakarasum. So, und wir müssen jetzt hier, ja, Blätter finden, um die Tigerwundenheilung zu vollziehen, weil sie ist verletzt vom Tiger, der sie angegriffen hat. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns auf die Suche nach den Grünblättern und dann schaltet ihr wieder ein bei Far Cry Primal. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.